Die Stadtwerke Aschaffenburg haben beim ersten Tag der offenen Tür faszinierende Blicke hinter die Kulissen gewährt. Wie zum Beispiel beim Rundgang auf dem Werkhof, in den Werkstätten, im Recyclinghof oder in der Freizeitwelt. Überall konnten Interessierte die Arbeit der Stadtwerke hautnah erleben. Dabei war besonders im Recyclinghof und im Wasserwerk in Nilkheim viel Betrieb. Während bei der Müllentsorgung auch mal Spezialfahrzeuge getestet werden konnten, gab es im Wasserwerk einen Rundgang durch das große Gelände. Es gibt ja jüngere Generationen, die Kinder hier vor allem, die hier zwischendrin rumlaufen, und die haben natürlich noch recht wenig Ahnung davon. Jeder kennt ja da die berühmte Löwenzahn-Sendung, aber sowas ist heute gar nicht mehr in Mode, finde ich. Und das ist hier eigentlich der Live-Zeitpunkt, wo die Kinder kommen können und können sich das dann auch mal erklären lassen und hautnah miterleben. Dass sie dann auch mal wissen, ah, hier sind diese dicken Rohre hinter mir und alles. Und warum macht man das? Was ist eigentlich wichtig für das Thema Wassererzeugung und auch Trinkwasserbearbeitung? Naja, wenn das Kind einem fragt, wo kommt denn das Wasser aus dem Wasserhahn her, dann ist es doch toll, wenn man dem Kind zeigen kann, da kommt das Wasser aus dem Wasserhahn her. Ich kann ja jetzt viel erklären, dass es durch Rohre, durch die Erde in den Hochbehälter gepumpt wird und dann irgendwann kommt es aus unserem Wasserhahn, aber wenn sie es sieht, ist es natürlich doch mal viel besser. Und selbst wenn nur 4 Jahre alte Kinder sind, die merken sich das dann schon. Und für mich ist es ja auch interessant, ne? Ich will ja auch mal gucken, wo das Wasser herkommt. Hier wird man ungezwungen durchgeführt, hier gibt es keine Führung, hier kann man sich das selber in seinem Tempo angucken. Hier kann man sich über die Technik informieren, man hat fachkundige Leute vom Wasserwerk, die sich die einen beraten oder die einen Informationen geben, ne? Neben dem Wasserwerk haben die Besucher und Besucherinnen beim Tag der offenen Tür unter anderem hinter die Kulissen in der Freizeitwelt geschaut. Hier gab es vom Betriebsleiter der Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen Joachim Diener einen Rundgang durchs Schwimmbad. Und wer sich an diesem Tag über seine berufliche Zukunft informieren wollte, konnte an einer Beratungsstelle die Theorie erkunden und in den Werkstätten gleich sein praktisches Geschick ausprobieren. Hier haben die Stadtwerke auch um neue Mitarbeiter und Azubis geworben. Ja, normalerweise kennt man uns eben als Dienstleister. Man kennt den Wasserhahn, man dreht den Wasserhahn auf, da kommt unser Wasser raus. Es ist Strom da, es ist Gas da, man geht ins Bad, man fährt mit dem Bus, der Müll wird immer abgeholt, ne, das kennt man. Aber das dahinter kennt man eben nicht, und uns geht es darum, eben in diesen verschiedenen Berufsfeldern auch zu zeigen, wie facettenreich das ist, was wir eben tun. Und alles, was wir tun, funktioniert eben nicht automatisch, sondern nur mit den Menschen dahinter und so gut auch nur, wie es die Menschen tun. Und es geht natürlich um unsere Mitarbeiter und die Vielfalt unserer Ausbildungsmöglichkeiten auch zu zeigen, uns als potenziellen Arbeitgeber darzustellen, egal ob für Azubis oder eben auch für Ältere, die vielleicht auf der Suche nach einem neuen Job sind. Mit der Ringbuslinie wurden alle Veranstaltungsorte der Stadtwerke miteinander verbunden. Für Geschäftsführer Stefan Mauns ist es eine Grundvoraussetzung gewesen, um den Tag der offenen Tür so modern wie möglich zu gestalten. Der Tag der offenen Tür ist etwas oldschool tatsächlich. Aber ich denke, wir sind so nah mit unseren Bürgern, wir wollen auch nah am Bürger sein. Und das erreicht man eben nur, wenn man sich auch persönlich sieht. Und wenn man den Hof mal öffnet, wenn man so einen Motor mal öffnet, wenn man das anschauen kann oder in die Werkstatt reingehen kann. Ich glaube, das kann kein digitales Format ersetzen. Und außerdem können Sie auch nicht digital essen und trinken. Und es gibt ja auch Essen und Trinken und Kinderkarussell und Malen. Eigentlich bei dem Wetter ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber eigentlich gibt es auch Malen, Kreidemalen. Ja, vielleicht wird das Wetter noch besser und wir sehen das noch. Und auch wenn es hier oder da mal ein paar Regentropfen gab, waren die Besucher und Besucherinnen bei guter Laune. Fakt ist, beim ersten Tag der offenen Tür konnten alle Menschen viele Informationen aufsaugen und unvergessliche Momente erleben.